Der Böckelt Tower, das flexible Lager- und Logistiksystem. Stellen Sie sich ein Lagersystem für die moderne Blechbearbeitung vor, das Rüstzeiten reduziert, sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpasst und die Produktivität Ihres Unternehmens steigert. Entwickelt aus der Praxis für die Praxis. Die Zugriffszeiten sind wesentlich schneller, der Umgang ist wesentlich sauberer, auch das Vertauschen von Material ist hier ausgeschlossen. Das Material wird einfacher gefunden, man muss nicht mehr an das Regal rangehen direkt und suchen, sondern man kann das direkt im Computer nachsehen. Auf derselben Grundfläche, die wir vorher verwendet haben für die Lagerung, können wir jetzt das Doppelte an Masse lagern. Stellen Sie sich ein stabiles und sicheres Regal vor, das Sie durch seine Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit überzeugen wird. Der Böckelt Tower ist bis zu 7 Meter hoch, nimmt pro Feld bis zu 30 Kassetten auf und kann bis zu 78 Tonnen tragen. Der Tower wird auf Ihre Blechformate angepasst. Die langlebigen Kassetten aus Vierkantrohren sind für Lasten von 1,5 bis 3 Tonnen konstruiert und sind in den handelsüblichen Standardformaten sowie in Sondergrößen verfügbar. Stellen Sie sich ein Regal vor, dessen Konstruktion von Grund auf durchdacht ist. Das stabile Böckelt Tower-System ist vor allem in puncto Sicherheit herausragend. Das Konzept trägt den Anforderungen von Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften schon seit Jahren Rechnung. Das Regal besteht aus hochwertigem Stahl, welcher später feuerverzinkt wird. Drei Trägerstützen aus Doppel-T-Profilen gewährleisten die hohe Belastbarkeit und optimale Stabilität. Kreuzstreben an der Rückseite sorgen für die seitliche Stabilität. Eingeschweißte Fußteile, die mittels Schwerlastdübeln im Boden verankert werden, sorgen mit eingesetztem Querträger für eine gleichmäßige Bodenlastverteilung. Anschläge vorne und hinten fixieren die Kassetten im Regal. Die Winkelkonstruktion zentriert die Kassette seitlich und vereinfacht die Einlagerung. Beschädigungen der Tafeln beim Ein- und Auslagern sind ausgeschlossen. Die Staplergabeln können die Bleche darunterliegender Kassetten nicht verkratzen. Wir fühlen uns da absolut sicher. Wenn die Kassette da drin ist, habe ich keine Bedenken mehr, dass da irgendwie was abrutschen, rausfallen könnte oder sowas. Da gibt es eigentlich keinen Kompromiss, habe ich das Gefühl, bei der Konstruktion. Doch was macht dieses Regal zu einem Logistiksystem? Stellen Sie sich ein Regal vor, das nicht nur flexibel, sondern auch intelligent ist. Kernstück ist die mitgelieferte Software. Zu jedem Böckelt Tower wird eine spezielle Verwaltungssoftware geliefert, die eine dynamische Lagerhaltung ermöglicht. Diese kann an allen benötigten Stationen im Betrieb kostenfrei installiert werden. Die Regalsoftware erkennt Positionen der nummerierten Kassetten mittels neuester RFID-Technologie. Während des gesamten Produktionsablaufs findet eine ständige Kommunikation zwischen Regal und Software statt. Dies verkürzt erheblich die Suche nach Materialien sowie Kassettenpositionen und sorgt dadurch für eine allgemeine Produktivitätssteigerung und Minimierung der Arbeitsabläufe. Das Material wird einfacher gefunden, man muss nicht mehr an das Regal rangehen direkt und suchen. Wir gehen an das Programm, lassen uns die Kassette anzeigen, wo es drin ist und holen dann einfach die Kassette raus. Alle Mitarbeiter im Betrieb können von den Portalen aus die Informationen über die im Regal verteilten Produkte abrufen. Somit weiß jeder zu jedem Zeitpunkt, wo die Materialien gelagert sind, wodurch nicht mehr aneinander vorbeigearbeitet wird. Das User-Interface der Software ist optisch wie das Regal aufgebaut und zeigt dadurch die genaue Position und den Inhalt der Kassetten an. Werden neue Blechteile geliefert, können freie Kassettenpositionen ermittelt und das Material somit dem System zugeführt werden. Mit dem Böckelt Tower Stapler Terminal kann jeder Stapler um einen vollwertigen Bildschirmarbeitsplatz erweitert werden. Somit ist die Verwaltungssoftware und alle relevanten Programme einer Firma auch mobil am Arbeitsplatz abrufbar. Mit dem integrierten Wiegesystem können zudem aufgenommene Lasten ermittelt und ins System eingetragen werden. Unser Einkauf arbeitet auch mit dem Böckelt-System. Die Bestände in den einzelnen Kassetten werden vom Einkauf aufgenommen und danach auch das Material bestellt, das was wir in der Fertigung brauchen. Im Ein- und Verkauf können diese Daten parallel abgerufen werden.
Alle Mitarbeiter behalten somit stets den detaillierten Überblick über die Bestände. Stellen Sie sich ein Lagerregal vor, das nicht nur praktisch und effizient ist, sondern auch einfach und schnell bedient werden kann. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Also die Software unterstützt vor allem unheimlich im Ordnen des Regals. Es ist heute überhaupt kein Problem mehr für uns. Wir gehen an das Programm, lassen uns die Kassette anzeigen, wo es drin ist, und holen dann einfach die Kassette raus. Die Mitarbeiter haben das sehr gut aufgenommen, auch das Programm. Ist sehr einfach, sehr schlicht gehalten, aber sehr effizient. Einarbeitungszeit war minimal. Nach einer ganz kurzen Einarbeitungszeit hat man gemerkt, dass die Mitarbeiter sich für die Software interessieren und auch der Umgang nach 14 Tagen kein Problem mehr war. Die Suchfunktionen sind einfach und intuitiv. Ob Sie nach einer Artikelnummer, Werkstoffen, Tafelformaten oder Auftragsnummern suchen, per Knopfdruck wird die gesuchte Kassette mittels LED im Regal sichtbar gemacht. Ja, also optimiert daran ist auch auf jeden Fall, dass wir an dem Gabelstapler die Gabel nicht mehr verstellen müssen. Die Kassetten an dem Böckeltau haben ja alle dieselben Abstände. Die Gabel ist eingestellt, man kann da hinfahren, einfahren und die Kassette entnehmen. Also da ist schon auch noch ein zeitlicher Gewinn da. Um Bleche von Holzpaletten in Böckel-Systemkassetten umzupacken, wird der Endpalettierer benötigt. Dieser kann, wie jede Kassette, im Böckelt-Tower verstaut werden. Der Aufbau ist einfach. Die mitgelieferten Stempel werden in vorgesehene Fächer untergebracht, eine leere Kassette wird auf den Endpalettierer gelegt und die Stempel, die später das Blech tragen sollen, werden durch die Lücken der Kassette eingesteckt. Eine Holzpalette mit neuem Material wird nun auf diesen Stempeln positioniert. Die aufgefangenen Bleche werden mit dem Stapler oder mit einem Hallenkran angehoben und die Palette per Hand entfernt. Somit ist das Blechpaket ausgestempelt und fertig für die Einlagerung in den Böckelt-Tower. Das ist ein Vorgang, der dauert ca. 5 Minuten. Wir haben es jetzt noch nicht so lange. Es mag Leute geben, die da geübter sind, die es vielleicht auch in 3 Minuten hinkriegen. Aber so 5 Minuten ist so der Zeitaufwand, den wir da kalkulieren dafür. Auch das Aufteilen eines Werkspaketes auf 2 Kassetten stellt mit Hilfe eines Hallenkranes kein Problem dar. Teilen Sie das Blechpaket an der gewünschten Stelle mit einem Stoßkeil. Bei richtiger Handhabung ist dies ohne Beschädigung der Bleche möglich. Der obere Teil des Paketes wird abgehoben und auf die Stempel des Endpalettierers abgesetzt. Die darunter liegende Kassette kann jetzt angehoben und im Böckelt-Tower eingelagert werden. Das Ausstempeln und Aufteilen des Blechpakets dauert weniger als 15 Minuten. Ein schneller Materialwechsel ist wichtig für einen effizienten Produktionsablauf. Der Böckelt-Tower-Wechselturm ermöglicht nahtlosen Zugriff auf mehrere Materialsorten ohne die Unterstützung eines Gabelstaplers. Die Basisversion des Wechselturmes beruht auf einem Schubladensystem mit mindestens 5 Ebenen und zusätzlichem Speicherplatz durch Top-Beladung. Die vorderen Ausleger sind schwenkbar und werden mit massiven Maschinenfüßen arretiert. Dadurch wird ein Schienensystem in Position gebracht, welches gemeinsam mit den doppelt gelagerten Spurkranzrädern die mit bis zu 3 Tonnen Material beladenen Schubladen leicht per Hand verschieben lassen. Durch Vorziehen wird das darauf befindliche Material für die Entnahme mit einem Vakuumsauger oder Kran zugänglich. Die Be- und Entladung der Schubladen des Wechselturmes ist mit einem Stapler beidseitig möglich. Unabhängig davon, wie die Produktionsstätte aufgebaut ist, bietet die beidseitige Beladung Flexibilität auch in engen Räumlichkeiten. Sowohl Böckelt-Tower-Systemkassetten als auch einzelne Bleche, Holzpaletten oder Werkspakete können auf den stabilen Schubladen aufgelegt werden. Als Erweiterung kann der Wechselturm mit einem Böckelt-Tower-Kassettenlager aufgestockt werden, um vorhandene Raumhöhen auszunutzen. Sowohl als Standalone-Lösung als auch als sinnvolle Ergänzung eines größeren Böckelt-Tower-Kassettenlagers liefert der Wechselturm so zusätzliche Lagerplätze. Das ermöglicht eine Bevorratung von Material in Maschinennähe sowie einen schnellen Materialwechsel auf den Schubladen. Die Bedienseite des Kassettenlagers kann frei gewählt werden. Je nachdem, was effizienter für den Arbeitsablauf ist, kann von der Front- oder Rückseite auf die Kassetten mittels Stapler zugegriffen werden. Das Kassettenlager kann zusätzlich mit moderner RFID-Technologie ausgestattet werden und meldet die Kassettenposition automatisch an die Verwaltungssoftware.
Das gesamte Wechselturmsystem ist mit der Böckelt Tower Software vollständig kompatibel. Diese liefert somit einen permanenten Überblick über die Bestände. Der Kassettenlageraufbau bietet eine enorme Stabilität. So wird es möglich, an diese Erweiterung einen Schwenkkran inklusive Vakuumsauger zu befestigen. Der Schwenkkran bietet einen Schwenkbereich von 270 Grad mit bis zu 6 Meter Ausfahrlänge. Die Montage ist an allen vier Ecken des Turmes möglich. Durch die Kombination der Möglichkeiten von Wechselturm, Kassettenlager und Schwenkkran können benachbarte Bearbeitungsmaschinen direkt aus dem Wechselturm mit Material versorgt werden. Dadurch ergibt sich ein ständiger, nahtloser Zugriff auf verschiedene Materialien. Stellen Sie sich ein Lagerregal vor, dessen Systemzubehör Arbeitsabläufe erleichtert und verkürzt. Bei teuren Maschinen mit automatischer Beladung ist ein schneller Materialwechsel gefordert. Der Aerogleiter ermöglicht das parallele Rüsten während der gesamten Maschinenlaufzeit. Die Systemkassette wird aus dem Böckeltower geholt und an einer Ecke des Aerogleiters auf die Stempel abgesetzt. Die Kassette wird abgesenkt und unter dem Blechstapel geschoben. Somit liegen zwei Kanten des Blechpakets frei für die Anschläge und Spreizmagnete der Maschine. Mühelos können Lasten auf einem Luftfilm gleitend bewegt werden. Der dank des Luftdrucks 1,5 cm über dem Boden schwebende Gleiter kann bis zu 3 Tonnen Blech transportieren. Die Technik des Aerogleiters basiert auf den Luftkissen, die auf der Unterseite angebracht sind. Diese können einzeln reguliert werden, wodurch auch außermittige Belastung ermöglicht wird. Während nun das Blechpaket auf dem Aerogleiter im Zugriff der Maschine ist, kann parallel ein zweiter Gleiter vorbereitet werden. Die Stillstandszeit der Maschine reduziert sich somit auf das Verschieben von zwei Aerogleitern, das in wenigen Augenblicken erledigt ist. Lose oder durch Stapler verschobene Spreizmagnete gehören der Vergangenheit an. Das Rüsten ist durch eine einzige Person möglich, zum Beispiel in der Spätschicht oder an Wochenenden. Alternativ kann der Aerogleiter nach Herausziehen der Stempel natürlich auch mit einer handelsüblichen Holzpalette beladen werden, die dann ebenso leicht an die Spreizmagnete schwebt. Ein unvorhergesehener Wechsel der Blechsorten, wie bei Störungen, ist durch den Einsatz der Aerogleiter ebenfalls schnell erledigt. Auch bei der manuellen Entladung zeigt die Konstruktion der Kassetten ihre Stärken. Die offenen Stirnseiten ermöglichen leichtes Entladen der Bleche. Für eine weitere Optimierung des Arbeitsablaufes können Kassetten für die manuelle Be- und Entladung auf dem Böckelt Tower Kassettenwagen abgelegt werden, dessen Höhe individuell einstellbar ist und einfach von Hand an die gewünschte Position verschoben werden kann. Stapler sind somit sofort wieder frei für andere Arbeitsschritte. Stellen Sie sich ein Regalsystem vor, das multifunktional ist und sich Ihren Anforderungen anpasst. Für uns war auf der Suche auch nach dem neuen System wichtig, dass wir die Fläche, die wir vorher mit dem alten Materiallager hatten, wieder füllen können. Eine Platzersparnis. Man kann viel mehr in gleiche Höhe und Breite von vorher in Regalen viel mehr einlagern. Und weil wir eben diese Platzprobleme hier hatten, wir haben vergangenes Jahr in eine Lasermaschine investiert, die ist neu hier hinzugekommen, mussten wir einfach schauen, wie kriegen wir dann die Blechbestände, die wir einfach jetzt schon haben, wie kriegen wir die besser unter. Und da war ich auf der Suche nach einer Lagermöglichkeit, wo einfach eine dichtere Lagerung möglich ist. Und da sind wir auf den Böckeltower gestoßen. Wir hatten vorher 120 Stellflächen in dem alten System und durch den Einsatz des Böckeltowers diesen Platz auf 246 Kassetten aufgebaut. Die Kassetten des Regalsystems können für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Ob für die Lagerung von unterschiedlichen Formaten an Rohmaterial, für die Zwischenlagerung von geschnittenen Platinen oder für die Kommissionierung von Teilen vor dem Schweißen oder der Montage. Für Kassetten mit überhöhtem Inhalt zeigt die Software mögliche Lagerplätze an und reserviert auch mehrere Fächer. So können selbst höhere Gegenstände beim Ein- und Auslagern nicht beschädigt werden. Bis zur Weiterverarbeitung liegen die Produkte somit nicht im Weg und sind nicht der Gefahr von Beschädigungen ausgesetzt. Dies erhöht ihre nutzbare Produktionsfläche und reduziert nebenbei auch Unfallgefahren. Stellen Sie sich ein Regalsystem vor, das individuell auf Sie zugeschnitten wird. Das Böckelt Tower System kann auf Ihren Standort angepasst werden, zum Beispiel mit einer nachträglichen Erweiterung in der Höhe.
eines zusätzlichen voll integrierten Regalsystems außerhalb der Fertigungshallen oder sogar angepasst an Raumbesonderheiten wie Durchgängen. An der Wand, wo das installiert wurde, sind drei Türen für Sozialräume. Und da musste jetzt eine Lösung gefunden werden, dass wir dann das neue Böckelt-Tower-System da wieder aufbauen können. Und da hat auch der Herr Böckelt mit seinen Leuten in der Konstruktion einen Plan erstellt, den wir dann auch hier so 1:1 umgesetzt haben. Da wir ja zu dem Zeitpunkt, als wir den gekauft haben, schon wussten, dass wir eine weitere Betriebsstätte bauen werden und planen und da einfach eine größere Raumhöhe auch vorgesehen ist, haben wir den Böckelt-Tower jetzt schon in einer Form bestellt, dass man ihn auch nochmal aufstocken kann. Da der Böckelt-Tower als Baukastensystem konzeptioniert ist, ergibt sich die Möglichkeit, diesen auch später aufzustocken. Durch diese Möglichkeit wächst der Böckelt-Tower mit Ihrem Betrieb mit. Stellen Sie sich ein Regalsystem vor, das ökonomisch und wirtschaftlich ist. Bei jeder Blechbearbeitung können Reste entstehen. Mithilfe des Böckelt-Systems werden alle Reste für den gesamten Betrieb sichtbar. Somit kann jeder hierauf ohne Rückfragen zugreifen und die Reste in den Produktionsablauf neu einbinden. Der wirtschaftliche Nutzen einer Resteverwertung steht und fällt mit einer schlanken Organisation. Über die EDV sehen wir sofort, wie viel Material, wie viel Tafel mit dem entsprechenden Material in den Kassetten liegen und auch wie viel Restblech da vorhanden ist. Ich finde die Idee toll, dass man da auch Reste einfach definieren kann in der Software und auch einlagern. Speziell runde Scheiben, was wir viel als Rest haben, können wir da ganz einfach auch definieren und einlagern. Eine moderne Resteverwertung spart Materialkosten und muss dabei nicht einmal aufwendig sein. Die Mitarbeiter vermessen die anfallenden Restbleche beim Einlagern und tragen die Werte in das System ein. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Erfassung des Ist-Zustandes im Gegensatz zu Systemen, die mit Sollwerten arbeiten. Abweichungen durch Ersatzproduktion von fehlerhaften Teilen werden sofort berücksichtigt. In der Böckelt-Tower-Software kann jedes Blechmaß eingetragen, gespeichert und auf Knopfdruck für neue Aufträge wieder gefunden werden. Entscheidend für den reibungslosen Ablauf ist die Reservierung von Positionen und Resten für bestimmte Aufträge. Diese Reservierung ist sofort für alle Mitarbeiter sichtbar. Eine doppelte Verplanung von Reststücken ist somit ausgeschlossen. Der einfache Informationsaustausch zwischen Produktion, Arbeitsvorbereitung, Verkauf und Einkauf verhindert Fehler und spart dadurch Zeit und Geld. Stellen Sie sich ein Regalsystem vor, das einfach funktioniert und Ihr Unternehmen dabei optimiert. Wir haben natürlich Wert darauf gelegt, dass wir mit dem Tower-System die Zugriffszeiten auf das Materiallager reduzieren können. Und durch diese Reduzierung eine Einsparung von 35% in der Zugriffszeit hatten. Die größten Kosteneinsparungen bei einer Lageroptimierung liegen in der schnellen Rüstzeit für Maschinen, der Vermeidung von Leerlauf durch Suchzeiten, der Materialersparnis durch Resteverwertung, der Zeitersparnis in der Verwaltung sowie der Reduzierung von Kapitalbedarf durch zu hohe Bevorratung. Dem stehen die Investitionskosten und die laufenden Kosten eines Lagersystems gegenüber. Der Böckelt-Tower ist eine günstige und häufig rentablere Alternative zu automatischen Lagersystemen. Das System rechnet sich nicht nur zu Zeiten hoher Beschäftigung, sondern ist auch bei einer niedrigen Auftragslage rentabel und birgt daher ein wesentlich geringeres Investitionsrisiko. Der Böckelt-Tower bietet einen hervorragenden Return on Investment und zeichnet sich durch Langlebigkeit sowie einfache Wartung aus. Die Kosten bei einem Umbau oder Umzug sind gering. Ein Produktionsstillstand durch einen Ausfall des Lagers ist ausgeschlossen. Die Verfügbarkeit liegt bei 100%. Der Böckelt-Tower, das flexible Lager- und Logistiksystem.